Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute basteln wir zusammen eine Weihnachtskarte mit Briefumschlag. Und zwar sieht dieses Projekt so aus. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze wie so eine Art 3D-Kranz aufzubauen. Und mir gefällt dieses Ergebnis richtig, richtig gut. Ich bin total happy damit. Und wenn dich interessiert, wie man diese Karte gestaltet, dann bleib gerne dran. Nach dem Intro geht's los. So, für diese wunderschöne Karte mit Umschlag braucht ihr natürlich zuerst einmal einen Kartenrohling. Den habe ich mir selber zurechtgeschnitten in zu einer quadratischen Karte. Und zwar nehmt ihr da einfach das Maß von einem A4-Blatt, beziehungsweise schneidet euch die Länge auf 29 cm zu und die kurze Seite auf 14,5 cm und falzt die lange Seite nochmal bei 14,5 cm. Und dann bekommt ihr eine Karte im Maß von 14,5 auf 14,5 cm. Hierbei benutze ich auch immer 300 Gramm Papier, weil ich es sehr gerne habe, wenn meine Karten ein bisschen stabiler sind. Das macht sie automatisch in der Hand, wirkt das einfach ein bisschen hochwertiger. Das mag ich sehr, sehr gerne. So, dann habe ich mir einen Aufleger zurechtgeschnitten in den Maßen 14 mal 14 cm. Der sieht so aus und in der Mitte habe ich mir einen Kreis ausgestanzt. Also ihr könnt einen ganz normalen Kreis nehmen, den könnt ihr auch mit dem Zirkel aufmalen und ausschneiden, wenn ihr keine Stanze habt. Oder ihr nehmt so eine Art, ja, so eine Art Wellenkreisstanze, so wie ich es jetzt hier habe. Und bevor wir die natürlich aufbringen oder aufkleben, möchte ich den noch ein bisschen einfärben und inken, dass das Ganze so ein bisschen eine Art Vintage-Weihnachtskarte wird. Da gehe ich einfach über die äußeren und über die inneren Ränder einfach nochmal mit einem farbigen Ton, der zum Cardstock passt, also der das einfach nur ein bisschen dunkler scheinen lässt, drüber. Schaue ich mir jetzt einmal noch den Kartenrolling an, weil man kann jetzt natürlich überlegen, ob man noch irgendwas auf den Kartenrolling selber drauf macht in die Mitte des Fensters. Also ich habe mir zum einen gedacht, entweder bringe ich hier solche Rentiere dann auf, weil das wird ja hier, wird ja ein Kranz drum gelegt und dann wären hier in der Mitte solche Rentiere. Aber dann bräuchte ich natürlich noch ein bisschen was vielleicht in der Mitte, was das Ganze einfach ein bisschen hübscher gestaltet. Und da bin ich am Überlegen, ob ich vielleicht Punkte in Gold embosse. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal tun. Genau, das sieht dann aus wie so Art Schneeflockenpunkte, habe ich mir gedacht. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mein Puderkissen. Da ist so eine Art antistatisches Puder drin. Ihr könntet auch Babypuder mit einem Pinsel aufbringen, beispielsweise, damit einfach die Statik vom Papier genommen wird. Und dann greift ihr euch euer Embossing. Stempelkissen ist einfach nur eine Klebetinte, die dort drinne ist. Und bringt das Ganze dann hier einmal auf. Ist auch nicht jeder Punkt symmetrisch angeordnet, sondern es sind auch unterschiedliche Punkte. Und jetzt kommt das Embossing-Pulver. Wie gesagt, da möchte ich einfach ein Gold benutzen. Gold einfach deshalb, weil wir auch mit ein bisschen Gold auf der Karte arbeiten. Und das sind dann wie so kleine Highlight-Punkte, die man damit setzt. Super, das wäre dann sowas.
könnte da auch mit Strukturpaste im Hintergrund arbeiten beispielsweise. Oder ihr könntet auch eine Szenerie als Farbverlauf machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Also ich mache es jetzt wirklich relativ einfach. Und dann greife ich mir meinen Embossing-Föhn und föhne mir die Punkte einmal, schmelze mir die Punkte einmal. Dadurch, dass das jetzt direkt der Kartenrolling ist, würde ich euch empfehlen, erst von hinten anzufüllen und dann erst von oben, weil dann wälzt sich euer Kartstock nicht so stark. So. So, ich habe das Ganze fertig embossed und ihr seht, wir haben jetzt hier wie so goldene Punkte jetzt einfach drauf. Und jetzt kann ich hier diesen Aufleger einmal aufbringen und dann sieht man den Rand hier drumherum natürlich nicht mehr, sondern nur noch die Punkte hier in der Mitte. Den ganzen Aufleger werde ich mit Dimensionsband aufkleben, damit ich einen gewissen Abstand bekomme. So, ich habe das Ganze mit so Schaumpads versehen und das wird jetzt hier aufgeklebt. Ihr habt natürlich jetzt schon gemerkt, dass der Kartenrolling eine leichte Wölbung hat, einfach noch vorm Embossen. Allerdings wird sich das gleich legen, wenn der Aufleger sitzt und wenn die ganze Deko gesetzt ist, weil dann zieht sich das Ganze wieder glatt, beziehungsweise ihr könnt, während ihr euch die Deko zurecht stempelt und stanzt, könnt ihr das Ganze mit ein bisschen Gewicht beschweren. Und dann legt sich der Kartenrolling auch wieder. Wir kleben jetzt einmal das erstmal auf. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal jede Menge von diesen Klebestreifen wegziehen. Wenn ihr breiteres benutzt, habt ihr es da wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ich mag diese schmalen allerdings sehr gerne, weil die kann man wirklich gut auch für kleine Kleinigkeiten verwenden und das ist immer sehr gut und es verklebt auch nicht die ganze Schere. Ich kenne das halt bei anderen Schaumbändern, dass die halt nicht noch die andere Folie auf der anderen Seite beschichtet haben, sondern man rollt es von dem Band ab und dann, schon wieder Farbe in der Hand, dann man rollt es von dem Band ab und dann, wenn man halt was abschneidet, verklebt die Schere, es sei denn, sie ist aus Teflon, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Für mich immer, weil ich habe einen hohen Verschleiß an Scheren deswegen gehabt. Deswegen bin ich ganz glücklich jetzt mit denen, auch wenn das jetzt ein bisschen Fuddelarbeit ist. So, und da hat man jetzt schon den Effekt, dass eben keine große Wölbung mehr entstanden ist, sondern nur noch so eine leichte Wölbung. Aber wie gesagt, die wird sich gleich auch legen, wenn wir mit der Deko fertig sind. Ich habe mir schon einiges davon zurecht gestanzt und geschnitten und zwar gehören da jede Menge Zweige dazu. Jede Menge Blätter und Weihnachtssterne. Und diese Zweige. Und ein paar Beeren und Goldzweige. Und jetzt arbeiten wir einfach wie in so einem Kranz drumherum. Das bedeutet, ich schaue jetzt einfach, okay, wo macht es Sinn, die Grünzweige aufzubringen? Wo macht es Sinn, die roten Blüten aufzubringen, wo die Blätter und so weiter. Leg mir das erstmal so ein bisschen vor, dass ich so einen kleinen Überblick bekomme. Und dann geht es auch schon ans Ankleben. Also damit fange ich jetzt auch schon mal an. Ich biege mir auch die ganzen Blätter so ein bisschen nach oben, außer die Spitze hier unten, die lasse ich relativ flach. Und jetzt müsst ihr halt jede Menge Kleber einsetzen und bis ihr einfach einen schönen Kranz zusammengewerkelt habt. Ich mache jetzt ein bisschen Musik an und wenn der fertig ist, dann hören wir uns gleich nochmal. Thank you.
So, ihr Lieben, so sieht das Ganze aus im Endergebnis. Also ich habe hier jetzt einfach drumherum wie so eine Art Kranz gemacht und ein Rentier in die Mitte gesetzt. Und dieses Schildchen habe ich einfach ein bisschen unter die Pflanzen bzw. unter den Aufleger geschoben, weil die Klebestreifen sind ja nicht direkt am Rand gewesen. Und dadurch hat es einfach nochmal einen super, super schönen Effekt. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob wir in die Mitte von den großen Blüten einfach ein paar Glitzersteine setzen. Oder ich arbeite einfach mit Stickles. Ich glaube, das ist das Einfachste. Das ist wie so eine Art Glitzerkleber, nur mit wirklich sehr viel Glitzer. Und das packe ich einfach hier in die Mitte der Blüten. Einfach nochmal so eine Art Glitzereffekt hervorzurufen. Also ich mag ja auch Wink of Stella, aber ich muss sagen, an den Stickles kommt einfach niemand dran. Also bisher noch nicht ein Glitzerstift, noch nicht ein Glitzerkleber, weil da ist so viel Glitzer drin, das ist Wahnsinn. Genau. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich mache jetzt noch einen Einleger rein, den schneide ich mir nochmal zu. Und habe natürlich auch noch einen Umschlag. Den Umschlag habe ich mir bemessen schon auf 15 x 15 cm, sodass da auch die Karte wirklich gut reinpasst. Und habe den mir so zugeschnitten. So. Das hier kann man schon mal zukleben. Und dann nochmal die Seite. So. Und dann kann ich das Ganze rumdrehen und den Umschlag einfach nochmal ein bisschen ausdekorieren. Ich habe hier ja auch noch ein paar Zweige und auch noch ein paar Weihnachtssterne übrig, die man jetzt hier einfach aufdekorieren kann. Also ich muss sagen, es funktioniert auch dieses Jahr ein bisschen besser mit den Weihnachtskartenbasteln bei mir als letztes Jahr. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, 2 Videos gedreht für Weihnachtskarten, weil ich einfach auch keine Ideen hatte. Und ich muss sagen, dieses Jahr läuft es ein bisschen besser. Also ich habe mehr Ideen, als ich im letzten Jahr hatte zum Thema Weihnachtskarten. Deswegen denke ich, dass da auf jeden Fall vielleicht noch das ein oder andere Video kommen wird. So, das hätten wir soweit. Jetzt machen wir noch den Einleger. Da sieht man auch, dass die Farbe so ein bisschen reagiert, was jetzt nicht zwingend schlecht ist. Finde ich sogar gar nicht mal so übel, weil das die Mitte von der Blüte auch noch mal ein bisschen anders dazu Geltung bringt. Das ist eigentlich ganz cool. Okay. Einmal das. Und jetzt noch den Einleger. Einleger mache ich mit ein bisschen leichterem Papier. Ich habe ja hier beim Kartenrolling 300 Gramm, hier nehme ich 220 Gramm oder 200 Gramm Papier. Das reicht absolut aus für einen Einleger. Und den schneide ich mir in 14 x 14 cm zu, so wie auch den Aufleger. Und werde den jetzt hier auch noch mal ein Stückchen verzieren. Ich habe hier einmal noch den kleinen Weihnachtsstern und noch ein paar Blätter. Genau. Das bringe ich jetzt hier einfach so auf. Aber bevor wir das machen, so wie der Umschlag auch, inken wir den ein bisschen ein.
So, die Blüte mache ich nicht in den Einleger. Da habe ich eine andere Idee mit. Also der kommt jetzt erstmal hier rein, dass die Karte hier auch vollständig ist. Und die andere Blüte werde ich hier einfach als Verschluss mit drauf packen. Ich denke, das ist eine super gute Idee. So. Genau. So. Nur damit ihr das nochmal seht. Das ist das komplette Projekt. Eine Karte mit Kranz und einem Briefumschlag. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, ich hoffe, euch hat das Projekt gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Ganzen ein Däumchen nach oben gebt, diesen Kanal abonniert und ein kleines Kommentar unter diesem Video da lasst, wie euch das Projekt gefallen hat, ob ihr schon fleißig im Weihnachtskarten-Bastelfieber seid oder ob ihr sie schon durch habt. Ich bin ja bekanntlich immer ein bisschen später dran, was das betrifft. Ja, und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Tschüss!